Herzlich willkommen aus Warburg. In diesem syrisch-orthodoxen Kloster wohnt Schwester Hatune. Ein beschauliches Leben, könnte man denken. Aber es ist anders. Schwester Hatune ist eine mutige Frau und ihre Einsätze für Menschenrechte sind riskant. Ich bin sehr gespannt auf Schwester Hatune. Entführte, vergewaltigte, missbrauchte Mädchen und Frau. Das ist mein Schwerpunkt, weil die am meisten leiden müssen. Zum Beispiel diese Mädchen, die war entführt und die war 13 Tage missbraucht worden, jeden Tag von 7 Personen. Und die haben 52.000 Dollar haben wollen. Und da haben die Eltern nicht besorgen können. Und dann bei der Übergabe nach dem Lösegeldzahlen an der Türschwelle haben ihr das Gesicht einfach... Das ist sie. Das ist sie, ja. Als ich jemandem erzählte, dass ich jetzt heute mit Ihnen diesen Film drehe, da sagte der, ja, das kann auch sein, dass der Vater die eigene Tochter entstellt hat. Nein. Was soll das denn jetzt? Soll der Vater sowas mit dir machen? Ich habe Fakten, ich habe kleinen Mädchen gesehen, dass er Darm durchgerissen ist. Ich habe kleine Mädchen gesehen, die zwischen 9 und 16 Jahre, dass eine Schamlippe geschnitten ist, dass sie in Hände der Vergewaltiger waren. Das, Entschuldigung, da kommt sowas nicht vor. Sie müssen meine Frage jetzt richtig verstehen. Sie können aber nichts beweisen, wer das war. Kann man das beweisen? Die Menschen, die das getan haben. Ja. Die sagte, die haben immer Allahu Akbar gerufen. Die weiß, dass sie Moslem sind. Mhm. Die weiß, dass sie immer wieder in Arabisch, weil sie auch Arabisch kann, dass sie die Koransuren gelesen haben. Mhm. Das weiß sie wohl, aber gesehen ihre Gesichter hat sie nicht. Sie haben keine Tränen mehr, haben Sie gesagt. Ja, ne? Ich habe keinen mehr. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe genug geheult. Können Sie mal vorstellen, 218 jetzt Mädchen, die entführt, vergewaltigt, erniedrigt worden und Frauen, die ich jeden Einzelnen umarmt habe, also... Und bei jedem Einzelnen geheult habe. Ich bin eine Schwester und Seelsorgerin. Und aus diesem Punkt für mich ist wichtig, dass diese Menschen auch mal ihren Kopf von meinen Schulter legen können und ausheulen können. Dass sie mal ein bisschen davon befreit werden. Das ist auch mein Anliegen, seelsorgerisch sie zu betreuen. Im Innersten gehen die Bilder der irakischen Flüchtlinge nicht von meinem Kopf weg. Also das ist für mich wichtig, diese seelsorgerische, dass sie an meine Schulter heulen können. Dass sie zu betreuen. Guck mal, hier kann ich auch nicht mehr. Welcher Mensch? Ach, da erzählen Sie gerade, dass sie geschlagen worden ist, also ins Gesicht geschlagen worden, das geschwollene Gesicht, ne? Ja. Und sie war missbraucht. Also das. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass diese Menschen dann zur Polizei gehen. Die Mädchen, die wurden dort entweder getötet, vergewaltigt und so weiter und die kommen jetzt in Nachbarländer, weil die können nicht zum Polizei gehen, die haben keine Rechte, die sind illegal da. Schwester Hatune zeigt uns jetzt Bilder, die wir, denke ich mal, auf gar keinen Fall zeigen dürfen. Wir können fast gar nicht beschreiben, erzählen, was da drauf ist. Denn es sind ja Bilder, die man eigentlich in Horrorfilmen sich nicht vorstellen kann. Ja. Wie halten Sie das aus, Schwester, sowas dann auch noch zu fotografieren? Wissen Sie, ich sage Ihnen, ich bin wie Maschine geworden. Am Anfang habe ich viel geheult. Viel geheult. Aber ich bin verstopft. Meine Gefühle sind stumpf. Aber irgendwann mal, wenn es jetzt ruhig ist, ich glaube, ich brauche dann richtige Seelsorge für mich selber. Für sich selbst, ja. Ne? Moment bin ich habe Ziel, bis die Hilfe nicht bekomme, ich kann nicht ruhig bleiben. Mir fällt auf, so, wenn Sie sagen, Sie haben keine Tränen mehr, man verliert aber auch das Lachen. Und dann fehlen ja eigentlich so zwei ganz wichtige Elemente. Wer hilft Ihnen? Wer ist Ihr Rückhalt, Ihre Stütze? Tut mir leid. Das fehlt mir. Es ist nur meine Bibel und wenig Leute, die das ich mit denen überhaupt reden kann. Das fehlt mir. Ich sage Ihnen, ich werde zusammenklappen, aber bis ich ein Ziel erreicht habe. Sie können nicht reden, weil
Sie ausgeredet haben oder weil die anderen Ihnen nicht zuhören wollen? Denn es ist ja auch nicht einfach, das, was Sie erzählen, an andere ranzubringen. Viele sagen, lass mich doch damit in Ruhe oder so. Ist das nicht auch so? Entschuldigung. Ich weiß nicht, vielleicht sind die Tränen sogar gut, oder? Ich glaube nicht, dass Sie sich Ihrer Tränen schämen müssen, Schwester. Es ist schwer.